Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden wäre unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden wäre. Herzlich willkommen zur ökumenischen Beatmesse. Euch hier in der Johanneskirche in Köln und allen am Livestream, wo immer ihr auch mit dabei seid und so dazugehört. Willkommen. Für heute hat das Projektteam Beatmesse ein neues Wort erfunden: Hoffnungslust. Damit wollen wir der Hoffnungslosigkeit, die hier oder da zu spüren ist, etwas entgegensetzen. Hoffnungslust. Darum sind heute viele Leute hier, die uns Hoffnungslust machen wollen. Wir begrüßen Willibert Pauls, Büttenredner, Kabarettist und Diakon. Wir begrüßen Dieter Zilt, Dominikanerpater, der mal wieder aus Mainz angereist ist. Und wir von Ruchama, von der Band, freuen uns auf euch und auf hoffnungslustvolle Lieder. Einer fehlt. Einer fehlt, ihr habt es schon gemerkt, der stünde nämlich sonst hier. Ivo Masanek, der Pfarrer, unser Beatmessen, liturgischer Leiter, hat einen grippalen Infekt. Er ist zwar auf dem Weg der Besserung, aber er kann noch nicht sprechen und muss sich schonen. Er hat mir gesagt, er sitzt jetzt mit einer warmen Decke, mit einem Stück Brot und einem Getränk zum Abendmahl zu Hause vor dem Livestream. Wir sagen alle guten Genesungswünsche für dich, Ivo, und dazu einen fetten Applaus. Und hier in der Johanneskirche begrüße ich aus dem Team der Pfarrerinnen und Pfarrer hier in Sülz und Klettenberg Bettina Kopierweit. Schön,
dass du mit dabei bist. Und schön, dass wir miteinander heute Beatmesse feiern. Hier in der Johanneskirche und per Livestream, dort, wo immer ihr uns auch zuschaut und mit uns seid. Und wir wollen beginnen im Namen des lebendigen Gottes. Im Namen Gottes, der der Grund allen Gottvertrauens, aller Hoffnungsliebe und aller Hoffnungslust ist. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten miteinander und du, Dietert, betest mit uns. Wir bleiben sitzen. Ein Pilgervolk sind wir und hoffen, dass wir auf dem Weg sind mit dir, unserem Gott. Wir haben gehört, dass du uns als Vater mütterlich liebst und uns in deinem Sohn Jesus menschlich begegnest. Von ihm dürfen wir annehmen, dass er wusste, was auch wir wissen. Liebe geht durch den Magen. Manchmal spüren wir etwas von dieser Ruach Elohim, der Geistin, von heiligem Geist, von göttlichem Lebensatem, von einer Kraft, die uns schwesterlich, brüderlich, geschwisterlich zusammenhält. Als Gottes Menschen an Gottes Tisch, um Kraft zu sammeln für deine Welt, sie zu bewahren und zu hüten. Zum Mahl lädst du uns ein, bei dem wir miteinander teilen Brot und Wein, alles, was wir zum Leben brauchen und alles, was uns Lebenslust vermittelt. So dürfen wir vertrauen, dass du uns in unseren Hoffnungslosigkeiten nicht allein lässt, sondern uns mit hineinnimmst in deine Hoffnungslust. Und darum bitten wir dich, durch Jesus den Christus, der mit dir und der heiligen Ruach für uns lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich bin die Antriebslosigkeit. Du willst raus an die frische Luft? Nein, es ist zu warm. Du willst andere treffen? Nein, das ist so anstrengend. Du willst was erledigen? Nein, das kann doch noch warten. Ich bin die Antriebslosigkeit. Ich überfalle dich an Tagen, an denen dir die Kraft fehlt.
an denen dir der Mut fehlt. Ich lasse nicht nach, dich zu quälen und dich klein zu machen. Ich sage dir, dass dein Leben keinen Sinn macht, sodass du dich am besten aufgeben möchtest. Ich bin die Lebensmüdigkeit. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Ich bin die Trauer. Manchmal krieche ich plötzlich und unerwartet in deine Seele. Manchmal ziehe ich einen schwarzen Vorhang vor dir zu. Ich versperre dir den Weg zu allem, was dir Freude machen könnte. Ich vernebel dir den Blick auf das Jetzt und Hier und halte dich gefangen. Ich bin die Trauer. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Ich bin die Hoffnungslosigkeit. An deinen schlechten Tagen nehme ich dir den Lebensmut. Ich zeige dir, dass es nutzlos ist, für die Hoffnung zu beten. Dass es nutzlos ist, Vertrauen zu schenken. Dass es nutzlos ist, für den Frieden zu sein. Es hilft ja doch nichts. Ich bin die Hoffnungslosigkeit. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Kyrie eleison, Gott, erbarm dich unser. Kyrie eleison, du Gott, sei bei uns. Gerade haben wir gehört, wie die Antriebslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit mit uns umspringen, was die Trauer und die Lebensmüdigkeit uns antun. Jetzt in der Lesung werden wir eine ganz andere Stimme hören, die in einer ganz anderen Tonart uns anspricht. Die Stimme des Propheten Jesaja, der eine befreiende Botschaft von Gott her mit uns teilen will. Eine Botschaft, die ihn selbst so verwandelt hat, dass er Gott seinen Mund leihen kann und wir durch ihn Gott selbst reden hören. Ich, der Herr, sagt er, liebe das Recht. Ich schließe mit euch einen Bund, der für immer besteht. Lesung aus dem Propheten Jesaja im 61. Kapitel. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt.
Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll die Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Dann bauen sie die Städten wieder auf, die seit langem in Trümmern liegen. Die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her. Sie erneuern die verwüsteten Städte, die seit Generationen verödet waren. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, aber Ausbeutung und Unrecht hasse ich. Ich halte ihnen die Treue und belohne sie. Ich schließe einen Bund mit ihnen, der für immer besteht. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Wir tun das mit Worten von Ernesto Kardinal, denn er hat ein Hoffnungsbekenntnis geschrieben. Wir lesen es gemeinsam. Wir glauben an Gott. Er gab denen, die unter dem Gesetz litten, die Liebe. Er gab denen, die fremd waren im Land, ein Zuhause. Er gab denen, die unter die Räuber fielen, seine Hilfe. Wir glauben an Jesus Christus, Sohn Gottes, unseren Bruder und Erlöser. Er gab denen, die Hunger hatten, zu essen. Er gab denen, die im Dunkel lebten, das Licht. Er gab denen, die im Gefängnis saßen, die Freiheit. Wir glauben an den Heiligen Geist. Er gab denen, die verzweifelt sind, neuen Mut. Er gibt denen, die in der Lüge leben, die Wahrheit. Er gibt denen, die die Schrecken des Todes erfahren, die Hoffnung zum Leben. Amen. Wir hören und singen jetzt gleich eins der bekanntesten Lieder von euch, das Lied von der Heimkehr, die im Jubel ernten, die mit Tränen säen. Und in dieser Zeit ist geplant, dass ihr die Konfirmandinnen und Konfirmanden Karten austeilt, über die wir gleich gemeinsam nachdenken wollen. Und sie können sich freuen, sie bekommen nämlich gleich eine in die Hand. Und ihr, die ihr im Livestream dabei seid, ihr seht das Bild jetzt eingeblendet. Es ist ein Bild, das Ursula Vogt-Feil für diese Beatmesse gestaltet hat. Vielen Dank, Ursula, dafür. Stehen, die noch trauernd sind, im Jubel ernten, die mit Tränen säen, im Lichte stehen, die noch trauernd sind. Wie Träumende werden wir sein, als Menschen füreinander. Wege suchen, Wege wagen ins neue Land. Im Jubel ernten, die mit Tränen säen, im Lichte stehen, die noch trauernd sind. Im Jubel ernten, die mit Tränen säen, im Lichte stehen, die noch trauernd sind. Wie träumen finden, Schritte gehen ins Neue.
stehen, die noch trauernd sind, im Jubel ernten, die mit Tränen sehen, im Lichte stehen, die noch trauernd sind. Wie Träumende werden wir sein, als Menschen miteinander. Hoffnung schöpfen, Hoffnung schenken im neuen Land. Im Jubel ernten, die mit Tränen sehen, im Lichte stehen, die noch trauern sind. Im Jubel ernten, die mit Tränen sehen, im Lichte stehen, die noch trauern sind. Das Besondere an unserer Beatmesse ist, dass ganz viele Menschen mitdenken und mitplanen. Eine davon ist Ursula Vogtpfeil, die seit über 35 Jahren bei uns im Weltladenteam aktiv ist. Sie hat gesagt: Als Künstlerin gestalte ich euch eine Karte zur Hoffnungslust. Ihr im Livestream könnt gleich sehen, wie Ursula Vogtpfeil dieses Motiv gezeichnet hat. Und euch in der Kirche bitte ich jetzt, diese Karte in die Hand zu nehmen. Im Alltag sind wir es gewohnt, oft nur einen kurzen Blick auf eine Zeichnung zu werfen. Aber heute ist Sonntag. Heute nehmen wir uns Zeit. Voller Ruhe, mit innerer Anteilnahme betrachten wir das Bild vor unserem Auge. Da kommt etwas auf mich zu. Besser gesagt, da flattert etwas auf mich zu. Eine Taube. Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Friedens. Vor Tausenden von Jahren hat Noah dich fliegen lassen. Er hatte Zuflucht gefunden in der Arche, zusammen mit allen Tierarten, zusammen mit seiner Familie. Eine Sintflut hatte damals unsere Erde überschwemmt. Denn Gott war erschüttert über das Verhalten von uns Menschen. Kein Land in Sicht, keine Perspektive. Aber dann hört es endlich auf zu regnen. Schließlich lässt Noah dich fliegen, die Hoffnungstaube. Welche Nachricht wirst du zu uns in die Arche bringen? Und siehe da, ein grüner Zweig, grün wie die Hoffnung, in deinem Schnabel. Es ist nicht zu Ende mit unserer Erde. Ja, sie ist gebeutelt von uns Menschen. Aber da keimt zugleich die Hoffnung. Ein grüner Zweig in deinem Schnabel. Ein winziges Zeichen nur. Aber was für ein Wendepunkt in der Geschichte. Was für ein Kairos. Hoffnungsspendender Gott, bitte schenke auch uns heute einen Wendepunkt, dass wir Menschen uns wieder dem Guten zuwenden.
dass wir unsere Erde bewahren, dass wir Frieden stiften. Wie leicht können wir den kleinen grünen Zweig übersehen? Wie leicht können wir deine Taube gering schätzen? Aber im Kleinen fängt das Große an. Segne uns mit Hoffnungslust. Amen. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt es an nichts. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt es an nichts. Meine grüne Wiese, du meine Zuflucht, mein Wasser und Weg. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt es an nichts. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt es an mich. In dunklen Schluchten und in tiefen Tälern, in dunklen Schluchten, da fürcht ich mich nicht. Bist du Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du Gott, mir fehlt es an nichts. Mein Hirte bist du Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du Gott, mir fehlt es an nichts. Du trägst mich weiter über Stock und Stein. Mein Halt, mein Halt am Abgrund. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt es an nichts. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du, Gott, mir fehlt nichts. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich. Mein Hirte bist du, Gott, du sorgst dich um mich.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, vor allen Dingen auch der kranke Lazarus, der heute Ivo heißt, wir sind im Gebet bei dir und du bist im Gebet bei uns und das ist schön. Der berühmte Begründer der Logopädie, der österreichische jüdische Arzt, Neurologe und Philosoph, der mit Namen, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist es denn eine Möglichkeit? So fängt das an, ihr Lieben. Viktor E. Frankl hieß er natürlich. Viktor E. Frankl hat die Hölle durchlebt. Sein Vater wurde im Ghetto von Warschau ermordet. Seine Frau und seine Mutter im KZ in Dachau. Und er selber überlebte nur äußerst knapp. Zwei KZs, nämlich das von Dachau und Auschwitz. Und als er genesen war, wurde er gefragt, was ihm denn die Hoffnung gestärkt hätte, dass er nicht an dieser Höllenerfahrung zugrunde gegangen sei. Mit anderen Worten, wie er psychisch in seiner Seele die Hölle überhaupt überlebt hätte. Und zur Verblüffung der Umstehenden sagte Viktor E. Frankl, was mir geholfen hat und was mich gerettet hat, war der Humor. Bitte? KZ und Humor in einem Satz, diese zwei Begriffe, das wäre normalerweise zutiefst zynisch. Aber in dem Falle darf man es zitieren. Denn einer, der die Hölle erfahren hat, hat es gesagt. Viktor Frankl. Und natürlich meinte er nicht einen Humor, der im billigen Witzchen einherkommt, sondern die Kraft des Humors, die dich für einen Augenblick herausreißt aus der Hölle. Und das können wir alle bestätigen. Das ist ja der Grund, warum alle Diktatoren die Witzemacher verfolgen, weil, wie der blinde Jorge in Der Name der Rose sagt, wir müssen das Lachen bekämpfen, weil das Lachen die Angst besiegt. Wir könnten sagen, weil das Lachen die Hoffnungslosigkeit besiegt. Und das ist der Grund, warum in allen Humorszenen und Comedy-Szenen bis heute der erlesenste Humor aus jenem Volk kommt, dessen Geschichte vom Blut durchdrängt ist. Der jüdische Humor ist unerreicht in seiner Selbstironie, in seiner heilenden Distanz, in seiner befreienden Art. Und deshalb, an diesem Mikro ziehe ich ja immer die Pappnase auf, nur ein Beispiel aus dem reichen Schatz und Fundus des jüdischen Humors. Also der Witz, den ich jetzt erzähle, kommt aus der jüdischen Humorszene. Was sie oft benutzen in ihren Witzen ist ein evangelischer Pastor oder Pastorin, ein katholischer Pastor und ein Rabbi. Diese Trias kommt sehr häufig in jüdischen Witzen vor. Also die drei haben die schwierige Aufgabe, einem wilden Bären in dessen Höhle etwas von ihrem Glauben beizubringen. Wie so oft als erster, mutigster, der evangelische Pastor
Avantgarde, ja, sagt, ich gehe in die Höhle des Bären. Geht hinein, kommt nach einer Viertelstunde raus, strahlt und sagt, es war wunderbar. Wir zwei haben zunächst einmal meditiert. Und dann haben wir zwei gesungen. Herr, deine Liebe liegt im Gras am Ufer. Wunderbar. Seht der katholische Pastor, ja, da muss ich schon in die Höhle. Geht in die Höhle, kommt nach einer Viertelstunde raus, strahlt und sagt, es war wunderbar. Wir haben zunächst mal ein Gesetz vom Rosenkranz gebetet. Und dann hat der Bär bei mir gebeichtet. Als drittes natürlich der Rabbi. Geht rein, nochmal, ist ein jüdischer Witz. Geht rein, kommt raus, oh, blutend am ganzen Körper, Haare büschelweise ausgerissen, Kleidung zerfetzt. Und sie fragen ihn, was ist denn passiert? Dann sagt er, na, was ist passiert, ja? Zuerst haben wir das Halleluja gesungen. Aber ich hätte es sein lassen sollen mit der Beschneidung. Ja. Was für ein herrlich befreiender, über sich selber stehender Witz. Und jetzt wechsle ich das Mikro. Erzähle noch einen jüdischen Witz, aber bewusst ohne Pappnase. Denn dieser Witz stammt aus der jüdischen Szene, aus jüdischen Gemeinden, kurz nach der Zeit des furchtbaren Pogroms, das früher mal Reichskristallnacht hieß, aber Gott sei Dank jetzt geändert ist im Namen. Und typisch in den Gemeinden, die diese furchtbare Erfahrung machen mussten, die Reichspogromnacht, ja, die diese furchtbare Erfahrung machen mussten, drückten ihre Haltung, dass sie die Hoffnung nicht verloren haben, trotz alledem, in einem Witz aus. Erich Kästner hat diesen Witz aufgeschrieben in seinem Tagebuch. Und dieser Witz, ich erzähle ihn einfach. Also, vor einer brennenden Synagoge, sagen wir die prächtige Synagoge von Görlitz, steht der Rabbi dieser Synagoge und ein SS-Mann. Und der SS-Mann sagt hämisch zu dem Rabbi, na Itzig, jetzt bist du verzweifelt, wa? Darauf antwortet der Rabbi, nein, warum soll ich verzweifelt sein? Schau, entweder es gibt Gott, dann wird das hier seine Gerechtigkeit erfahren und eure Zeit des Hasses wird vorübergehen. Oder es gibt keinen Gott. Nun, wofür brauchen wir dann eine Synagoge? Das ist so souverän. Und vor einem Monat wurde auf der neu errichteten Synagoge von Görlitz der 6 Meter hohe Davidsstern durch einen Kran draufgesetzt, der damals unter dem Gejohle der Leute von der Kuppel der Synagoge hinabgestürzt war. Nicht der SS-Mann hat recht bekommen, sondern der Rabbi. Um noch einmal auf Viktor E. Frankl zurückzukommen, er hat nicht nur den Humor als seine Rettung bezeichnet, sondern er sagte, und was mich gerettet hat,
war mein Glaube. War mein Glaube, denn das ist der Unterschied. Als Atheist kann man natürlich ein guter Mensch sein, das hat doch mit Glauben, Gott sei Dank, nichts zu tun. Und auch Atheisten können tapfer sein, tapfer bis in den Tod. Aber dennoch bleibt dieser Unterschied. Aus atheistischer Sicht ist nun mal alles Leben nichts anderes als ein biochemischer Prozess in Zellformationen der Materie, nichts anderes. Und selbst Gefühle, so sagt der atheistische Materialismus, sind nichts anderes als ein Epiphänomen eines biochemischen Prozesses in unserem limbischen Gehirnlappen. Und so ist Liebe laut dem Papst des populistischen Atheismus, Richard Dawkins, er definiert Liebe tatsächlich so. Liebe ist nichts anderes als ein Trick der Evolution, Zweckserhaltung egoistischer Gene, Zweckserhaltung der Art. Das ist laut Dawkins Liebe. Aber ich glaube, dass selbst der leidenschaftlichste Atheist diese Auffassung nicht aufrechterhalten kann, in dem Augenblick, wo er seinem Kind in die Augen schaut. Oder dass er zumindest die Sehnsucht hat. Hoffentlich stimmt es nicht. Denn dann müsste er denken, was er nicht tut, er müsste denken, tja Kind, letztlich bist du nur ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Und wenn ich dich lieb habe, mein Kind, lieber als mein Augenlicht, wie es Reinhard May singt. So ist dies ja nur ein Trick der Evolution, Zweckserhaltung egoistischer Gene. Nein, 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 nein. Ich glaube, dass alle Menschen in solchen Augenblicken spüren, dass der Mensch unendlich mehr ist. Dass der Mensch eine Seele hat, kostbarer als das ganze Universum. Und dass nichts, keine Krise dieser Welt, kein Corona, kein Putin, keine Energiekrise. Natürlich müssen wir alles tun, um, was uns möglich ist, die Krisen zu bekämpfen. Aber selbst wenn es scheinbar hoffnungslos ist, können wir den berühmten Apfelbaum pflanzen. Warum? Weil wir in Analogie zur Perspektive des Humors, der drüber steht, weil wir eine Perspektive haben, die radikalste Perspektive über den Dingen ist, die österliche Perspektive. Das war einer der Gründe, so sagt es Viktor E. Frankl, die ihm die Hoffnung schenkten und ihn vor der Verzweiflung bewahrt, dass der Hass in den KZs, die Grausamkeit in den KZs, der Tod in den KZs nicht das letzte Wort hat. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und ich glaube, alle Menschen spüren das, wenn auch nicht bewusst. Noch einmal sei der Satz von Eugen Drewermann zitiert: Der plausibelste Grund zu glauben, dass es Wasser wirklich gibt, ist der Durst. Und analog dazu, selbst in den Augen eines Atheisten, ist der unstillbare Durst, dass sein Kind doch mehr sein möge als nur ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Und lassen Sie mich deshalb ausnahmsweise, das mache ich sonst in der Predigt nie, von einem Manuskript ablesen. Es gibt den wunderbar despektierlichen, etwas vulgären Satz: Ein Manuskript ist wie ein Kondom. Es gibt Sicherheit, macht aber unfruchtbar. Ja. Aber ich habe diesen Text durfte ich schreiben in der Kölner Kirchenzeitung, und weil er mir auch so wichtig ist in der Formulierung,
ausnahmsweise vorlesen. Die Hand. Es ist unter den vielen entsetzlichen Bildern aus dem Ukraine-Krieg eines, welches mir nicht aus dem Sinn geht. Das Foto ging um die Welt, wahrscheinlich haben Sie es auch jetzt vor Augen. Eine Hand, nur eine Hand, offensichtlich von einer Frau mit auffälligem Nagelschmuck, todesstarr, verdreckt ist sie vom Körper der Leiche weggestreckt. Der Name der durch eine russische Gewehrkugel ermordeten Frauen ist bekannt. Irina heißt sie, was übrigens paradoxerweise ausgerechnet Frieden bedeutet. Irina heißt sie mit Vornamen. Ihre Tochter schrieb auf Instagram, Zitat, Mama, du hast mir immer geholfen. Du hast mir die Tränen weggewischt. Mama, ich weine und niemand wischt mir die Tränen ab. Zitat Ende. Die schönsten Sätze sind über die Hände des Menschen geschrieben worden. Zitat, ich habe dich in meine Hand geschrieben, heißt es in der Bibel. Goethe fasste seine wohl verblüffendste Liebeserklärung in einer betörenden Schlichtheit in Worten. Er schrieb an seine Geliebte, ach, dass ich das errungen habe, deine Hand in meiner, fest und warm. Auf der ganzen Welt singt Abend für Abend die Kirche in ihrem Stundengebet bei der Komplett. In manus tuas Domine, commendo spiritum meum. Es ist der Satz, den Christus am Kreuz als letzten seiner Worte als Mensch sprach. Abba, Papa, in deine Hände gebe ich meine. Ein Satz der Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit. Dies ist die Zusammenfassung unseres Glaubens. Die unsterbliche Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es ist der auferstandene Christus, der dir, liebe Tochter von Irina, die Tränen abwischen wird. Es ist das Licht von Ostern, welches die Dunkelheit von Schmerz, von Leid und Tod vertreiben wird. Es ist die österliche Hoffnung, die mich davor bewahrt, zu verzweifeln. Kein Diktator dieser Welt kann uns diese Hoffnung nehmen. Das verspreche ich dir in deine Hand, liebes Kind, dass du um deine Mama weinst. Amen. Zwischen Steinen wächst die Liebe auf. Bei dir wird hell das Hoffen. Sind wir zu Haus, sind wir zu Haus. Du wohnst nicht nur inmitten, bist an entfernten Rändern noch zu Haus. Du hältst zu uns im Zweifel, du hältst uns aus, du hältst uns aus. Du überdachst die Hoffnung und gibst dem Himmel ein Gesicht. Du überdachst die Hoffnung
hilfst uns im Licht, hilfst uns im Licht. Du überdachst die Hoffnung und gibst dem Himmel ein Gesicht. Du überdachst die Hoffnung, hilfst uns im Licht, hilfst uns im Licht. Hoffnungslust. Unter diesem Motto steht ja die heutige Beatmesse. Im Projektteam haben wir überlegt, welches Spendenprojekt gut zu Hoffnungslust passt. Und wir freuen uns, dass wir fündig geworden sind. Heute unterstützen wir den Wünschewagen Rheinland. Aber bevor ihr in euren Portemonnaies nach Kleingeld sucht, lasst euch erstmal erzählen, worum es geht und ob ihr nicht vielleicht doch einen Schein heraussucht, um anderen Hoffnungslust zu schenken. Wir freuen uns sehr, dass Judith Biels zu uns gekommen ist. Sie ist Koordinatorin des Wünschewagens Rheinland. Bitte schön. Ja, hallo, ganz lieben Dank für die Einladung. Schön, heute bei Ihnen zu sein. Der ASB Wünschewagen passt wirklich super zu dem Motto Hoffnungslust. Der Wünschewagen fährt sterbenskranke Menschen nochmal an einen Lieblings- oder Sehnsuchtsort in Begleitung von ehrenamtlichen Wunscherfüllern, so heißen die bei uns, die aus medizinischen, pflegerischen und rettungsdienstlichen Bereichen kommen und ehrenamtlich in ihrer Freizeit mit dem Wünschewagen Menschen an diese Orte begleiten. Das ist ein rein spendenfinanziertes Projekt, deswegen sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Und ich glaube, es macht Sinn, ein bisschen zu erzählen, was so für Wünsche auch da sind und was erfüllt wird. Ein Wunsch hat mich ganz besonders berührt, der war gestern, ist er in Erfüllung gegangen. Das war der Wunsch eines 7-jährigen Mädchen aus der Ukraine.
die an einem unheilbaren Krebs, einem Hirntumor erkrankt ist und mit ihrer Familie vor kurzer Zeit erst geflüchtet ist. Nicht, dass das schon genug an Schicksal wäre, hat sie eben diese Erkrankung. Und die Ehrenamtliche vom Kinderhospizdienst in Köln ist an uns herangetreten und hat gesagt, sie hat einen besonderen Wunsch und ich weiß nicht, ob das geht, aber ich weiß nicht, wo sonst hin damit. Und dafür sind wir da. Der Wunsch lautete, ich möchte einmal fliegen. Ich bin noch nie geflogen in meinem Leben und ich möchte einmal fliegen. Und gestern ging es dann zum Flugplatz nach Leverkusen und sie durfte mit einer kleinen Motormaschine mit ihren Eltern zusammen in die Luft abheben. Und ich war im Hintergrunddienst und die Wunscherfüller, die das begleitet haben, haben mir zwischendurch immer Nachrichten geschickt auf das Handy und gesagt, wir können nicht aufhören zu grinsen. Und das Mädchen und die Familie auch nicht. Ich kriege immer noch Gänsehaut, weil es einfach ja, eine so unglaubliche Energie da war bei allen Beteiligten, das nochmal erleben zu dürfen. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich in dem Wünschewagen. Wir geben trotz einer Situation, die hoffnungslos scheint, noch einmal ein Stück Hoffnung, in dem die Menschen etwas erleben dürfen, was ihnen wichtig ist. Fliegen ist jetzt vielleicht ein besonders großes, ein großer Wunsch, es sind aber manchmal auch ganz kleine Wünsche. Zum Beispiel ganz oft möchten Menschen nochmal das Meer sehen. Ich glaube, der Horizont als Symbol, Erde und Himmel berühren sich, das ist was Besonderes. Ich glaube, das wäre auch mein Sehnsuchtsort am Ende meines Lebens, nochmal dahin zu kommen. Aber manchmal ist es auch nochmal ein Friedhofbesuch, die Heimat wiedersehen, einen Menschen wieder treffen. Und ohne den Wünschewagen würde das nicht möglich sein, weil eben die Angehörigen sich das nicht zutrauen, medizinische Versorgung notwendig ist, jemand nur noch liegend transportiert werden kann. Und da ist eben der Wünschewagen ein speziell umgebauter Krankentransportwagen mit Panoramafenstern, dass man rausgucken kann, einem Sternenhimmel, einer Musikanlage, Stoßdämpfern und medizinisch ausgestattet, sodass jemand gut behütet und sicher an einen Wunschort nochmal begleitet werden kann. Und genau, ich glaube, wir können den Wünschenden und ihren Familien, ihren Angehörigen damit ein Stück Hoffnung tatsächlich geben. Und das, was sie mir auch ganz oft schildern im Nachgang, ist, dass dieses Erlebnis, dieser Wunschfahrt oft noch ganz lange nachhalt und auch nochmal Kraft gibt für die Zeit, die noch bleibt. Und eine wichtige Erinnerung ist, wo jemand auch nochmal jenseits seiner Erkrankung Person sein durfte. Wie wichtig. Na, er ist nicht der Kranke, sondern ist der Fliegende oder der Museumsbesucher, der Konzertbesucher, der, wie auch immer, der in seine Heimat zurückkommt. Also jenseits von der Krankheit nochmal Person sein. Ich glaube, das ist wichtig und das gibt Kraft und Hoffnung. Danke. Ja, vielen Dank, Judith Bielz, auch für diese berührende Geschichte von dem Mädchen aus der Ukraine. Ja, liebe Gottesdienstbesucher zu Hause und hier in der Kirche, jetzt wisst ihr, worum es geht. Ihr im Livestream bekommt jetzt die Kontoverbindung eingeblendet und hier in der Kirche gehen unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden jetzt mit den Sammelkörben herum. Ihr dürft losgehen. Übrigens gibt es heute keine separate Ausgangskollekte. Ihr könnt jetzt also alles geben, was ihr geben könnt. Wir sammeln jetzt für den Wünschewagen. Und wer zu Hause im Livestream mitfeiert, hat jetzt die Gelegenheit, für das Abendmahl ein Stück Brot und ein Getränk bereitzustellen. Denn gleich feiern wir das Abendmahl. Und darauf stimmen wir uns jetzt ein und singen: Gott, mach uns eins. Thank you.
das Brot unserer Mühen ist aus sich selbst ein unermesslicher Zerfall. Der Wein, unser Schmerz, ist in sich selbst nur ein auflösender Trank. Doch du, Gott, hast in alle die Sehnsucht gelegt und lässt uns rufen, Gott, mach uns eins. Doch du, Gott, hast in uns alle die Sehnsucht gelegt und lässt uns rufen, Gott, mache uns eins. Sich selbst ein unermesslicher Zerfall. Der Wein, unser Schmerz, ist in sich selbst nur ein auflösender Trank. Doch du, Gott, hast in alle die Sehnsucht gelegt und lässt uns rufen, Gott, mach uns eins. Alle die Sehnsucht gelegt und lässt uns rufen. Gott, mache uns eins. Wir feiern jetzt gemeinsam das Abendmahl. Hier in der Johanneskirche und ihr im Livestream, da wo ihr jetzt gerade seid. Und Dieter Zils hat uns ein Abendmahlsgebet mitgebracht. Dazu bleiben wir zunächst sitzen. Gott, der du uns Vater und Mutter bist, wir danken dir für deinen Shalom, den bunten Garten deiner Schöpfung, den wir bebauen und bewahren sollten. Adam sollten wir sein, von der Erde genommen, der Erde treu. Und Chava, Eva, allem Lebendigen mütterlich, schwesterlich zugetan. Doch selbst herrlich übertönen wir deine Stimme, erliegen der verführerischen Schlange unserer Selbstüberschätzung, gehen mit Kain über Leichen, reißen die Erde mit in die Fluten des Untergangs. Doch dein Shalom überlebt in Menschen wie Noah, die allem Leben Geborgenheit schenken, im Zeichen deines Regenbogens, deinen Shalom erleben, der alles umspannt. Shalom, Shalom, wo die Liebe wohnt, da wohnt auch Gott. Shalom.
aber wieder übertönen wir deine Stimme mit Lobeshymnen, die wir den Herrschenden singen, mit Säbelrasseln und Waffengeklirr, mit den Peitschenknallen der Unterdrücker und Folterer. Doch dein Shalom überlebt im Feuer deiner Liebe, im brennenden Dornbusch, brennt unauslöschlich im Herzen von Menschen wie Mose, und Stimme wird in allen Propheten, großen und kleinen. Wir danken dir für ihren Mut vor Thronen und Herrschaften, vor Kaiser und Pharao, hohen Priestern und Schriftgelehrten, in Synagogen oder auch in Kirchen. Wieder übertönen wir deine Stimme im Schwall unserer frommen Worte, in der Flut unserer kirchlichen Gesetze und Vorschriften, in den Streitgesprächen, die wir uns so gerne liefern. Doch dein Shalom überlebt im Namen eines Bruders, Jesus von Nazareth, der dein Wort mit ganz neuer Klangfarbe spricht, im Buch, das seine Worte und Zeichen überliefert, in den heiligen Zeichen von Brot und Wein, die uns zeigen, wer er war und wer er ist. Brot, das sich verteilt für das Leben der Welt, Wein, der sich ausschenkt zur Freude der Armen. Und nun, Schwestern und Brüder, steht auf. Steht auf und erhebt eure Herzen. Denn Brot und Traube stehen bereit. Alles ist vorbereitet für das Abendmahl. Und ihr alle seid dazu eingeladen. Als Menschen aller Konfessionen und Traditionen, als Kinder, als Jugendliche, als Konfirmandinnen und Konfirmanden. Denn in Jesu Namen ist jeder willkommen, der an seinem Tisch Platz nimmt und Jesu Nähe sucht. Niemand von euch soll sich gedrängt fühlen, aber ihr sollt wissen, in Jesu Namen seid ihr alle eingeladen, denn Gott selber lädt uns ein. Und so wollen wir uns gemeinsam erinnern an jenen Abend und jene Nacht, in der Jesus Christus für die Seinen ein Hoffnungszeichen gesetzt hat. Denn in der Nacht, in der Jesus sein Leben dahingab, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmt, esst alle davon. Dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl, da nahm er auch den Kelch, dankte, segnete ihn,
reichte ihn den Seinen und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Zeichen des neuen und ewigen Bundes, geschlossen in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und gemeinsam und als Tischgebet wollen wir sprechen, wie Jesus selbst uns zu beten beigebracht hat. Wir sprechen miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch. Und so sollt, dürft, könnt ihr einander ein Wort des Friedens zusprechen. Wendet euch dazu einander zu und auch euch, die ihr zu Hause mit dabei seid, von hier aus ein herzliches Shalom. Der Friede Gottes sei mit dir. Mit Brot und Traube zur Hand. Nehmt und schmecket und seht, wie freundlich Gott ist, wohl dem, der ihm vertraut. Nehmt und esst in Christi Namen. Amen. Hört, was die Bibel sagt. Wir auf Gott vertrauen, kriegen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe und nichts mehr als Liebe allein. Ich muss nichts wissen und sagen,
muss keine Berge versetzen, muss nichts verschenken und wagen, es ist die Liebe, die zählt. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe und nichts mehr als Liebe allein. Die Liebe trägt und erträgt uns, sie macht lebendig und leichter. Sie öffnet Räume, bestärkt uns, denn nur die Liebe hält stand. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe und nichts mehr als Liebe allein. Sein kannst. Sie lässt dich alles erkennen. Die Liebe hört niemals auf. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe, nichts mehr als Liebe allein. Wir brauchen nicht mehr als die Liebe und nichts mehr als Liebe allein. Ein kleines Zeichen der Hoffnung, Lust und Liebe ist, dass wir hier den Eine Welt-Verkaufsstand haben. Der wird gleich offen sein, eine halbe Stunde für uns. Und jetzt wollen wir aufstehen und die Fürbitten hören. Und da wir heute für alle die Menschen in besonderer Weise bitten wollen, die anderen Hoffnung schenken, stimmen wir in die Fürbitten ein mit dem Ruf, ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Sprechen wir einmal zusammen. Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Wir beten für alle Musikerinnen und Musiker. Für alle Komponistinnen und Komponisten. Gott segne ihre Arbeit. Lass ihre Lieder weiterhin Hoffnung schenken, trösten, Mut machen, Freude spenden. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Gott, wir beten für unsere Familienangehörigen und Freunde, die für uns da sind, wenn wir hoffnungslos sind. Es tut so gut, wenn sie ein offenes Ohr für uns haben und Verständnis zeigen. Wenn sie uns in den Arm nehmen und uns Halt geben. Wenn sie uns die Augen für die schönen Seiten des Lebens öffnen
und uns tatkräftig unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Wir beten für alle Menschen, die in der Pflege tätig sind. Sie brauchen unsere Unterstützung, um alte und kranke Menschen mit all ihren Sorgen und Nöten zu begleiten. Gerade weil auch sie nicht ohne Angst und Sorge sind. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Wir beten für die Bäuerinnen und Bauern, die 24/7 auf dem Feld oder im Stall arbeiten, damit wir alle jeden Tag Essen auf dem Tisch haben. Dabei kämpfen sie gegen unfaire Preisgestaltung und Bürokratie um ihr Überleben. Hilf uns, ihre Arbeit wertzuschätzen und einen fairen Preis dafür zu bezahlen. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Gott, wir bitten dich für alle, die in der Hospizbewegung tätig sind. Segne sie bei ihrer Arbeit mit deinem Heiligen Geist, dass sie schwerstkranke und sterbende Menschen gut begleiten, dass sie Angehörige beim Prozess des Abschiednehmens unterstützen, dass sie ihnen bei ihrer Trauer beistehen. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Wir bitten für alle Menschen, die sich aktiv für den Erhalt unserer Erde einsetzen. Mit ihnen teilen wir die Hoffnung, dass es uns gelingt, unser Verhalten zu ändern, damit wir dadurch die Vielfalt deiner Schöpfung bewahren. Gemeinsam rufen wir: Ihr gebt der Hoffnung ein Gesicht. Amen. Wir stellen uns jetzt gemeinsam unter Gottes Segen. Sei unser Gott mit uns auf dem Weg, mit der Last des Kreuzes durch alle Dunkelheiten. Sei unser Gott, Brot, das sich verteilt, Wein der Freude, der rettet vom Tod. Sei unser Gott, Wort, das trägt, Hand, die heilt, Menschen, die gehen. Segne uns du, Vater, Sohn und heilige Ruach. Und Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und unserer Welt Salam, Shalom, Frieden. Das gewähre und schenke der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,
unseren Verstand hoch und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke. Ich mache euch heute natürlich nicht den Ivo, geht ja gar nicht, aber ich habe diesen Teil jetzt auch übernommen und mache das jetzt im Schnelldurchgang. Wir haben gleich noch ein paar Lieder, wenn ihr wollt. Also, so viele haben mitgewirkt. Danke für Textbeiträge und Predigt und Musik von Willibert Pauls, Dieter Zilz, Judith Biels vom Wünschewagen, Projektteam Beatmesse, die ein halbes Jahr lang die Beatmesse vorbereitet haben, Bettina Kopierweit und natürlich meine coole Band Rochama. Ich habe ein Zettelchen bekommen und auf diesem Zettel steht, wie viel Kollekte bis jetzt eingegangen sind. Für euer Projekt, für den Wünschewagen sind das 1.543,34 Euro.
Danke für alles Organisieren und Durchführen, Konfirmandinnen, Konfirmanden als Team des Tages. Presbyterin. Presbyterin, Presbyter Ursula Vogt-Pfeil für die Hoffnungstaube. Das. Das Weltladenteam Küster Thomas Herse, das Technikteam Ruchama Lukas Hauertz und von Goldblick TV Ton Livestream Andreas Müller Goldkuhle und Joe Kra. Vielen Dank. Die nächste Beatmesse ist erst wieder in einem Jahr. Im Oktober, 22. Oktober 2023, dann predigt hier der Journalist und Autor Günter Wallraff. Er will etwas sagen zum Widerstand und zur Widerständigkeit in der Nachfolge Jesu. 22. Oktober 2023. Wer dazu mehr per Newsletter wissen will, eingeladen werden will, einfach eintragen bei beatmesse.de auf der Beatmessen-Homepage. Kurze Nachricht dort. Und unten gibt es die Listen am Beatmessen-Stand. Auf dem Liedblatt steht mehr zu Ständen, muss ich nicht vorlesen, die euch gleich erwarten. Unten im Foyer gibt es den Beatmessen-Stand, einen Bücherstand von und vor allem mit Willibert Pauls. Hier oben gibt was von Ruchama, ein Stehtisch mit Infos zum Wünschewagen, den Weltladenstand und die Friedensgrußkarten, lauter Unikate, gestaltet von Ursula Vogt-Pfeil. Und ihr habt es vielleicht schon gerochen. Außerdem seid ihr alle zum Essen eingeladen. Es gibt endlich wieder Essen nach der Beatmesse unten, im großen Saal oder auf den Bänken draußen an der frischen Luft. Es gibt, so habe ich es mir notiert, vegetarisches Chili ohne Karne. Wird ja anders nicht funktionieren. Mit den Füßen geben wir ein Signal und unseren Dank nach unten an das Damenmahl, dass wir bald kommen. Für die Leute am Livestream, jetzt wird nochmal die Kontoverbindung eingeblendet und das ist dann für die zweiten 1.500, damit wir uns da richtig verstehen. Also das Ziel sind 3.000, dann könnt ihr noch spenden für den Wünschewagen Rheinland. Ein großartiges Projekt, super. Bleibt gut behütet. Wir lassen die Beatmesse jetzt nachklingen und ausklingen. Und wer will, geht schon langsam runter, aber wer will, bleibt hier. Wir singen noch wegen euch, damit ihr Hoffnung habt. Genau im Stehen. Gott war als Mensch den Menschen nah und denen, die am Rande stehen, steht Gott bis heute bei. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung, Hoffnung habt. Gott lebte unter euch als Mensch, gab Liebe ein Gesicht. Gott war im Tod den Menschen nah und alle, die nicht sehen vor Leid, sieht Gott auch heute an. Damit ihr Hoffnung habt, Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt, Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung, Hoffnung habt. Gott nimmt dem Tod das letzte Wort und lebt die Hoffnung aus. Gott ist zum Glück den Menschen nah. Für alle, die nur Enden sehen, macht Gott sich heute stark.
damit ihr Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung, Hoffnung habt. Wegen euch ein Mensch, kam unter euch ans Leben. Gott war als Mensch den Menschen nah, und denen, die am Rande stehen, steht Gott bis heute bei. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung, Hoffnung habt. Vielen Dank. Wir spielen Hoffnungslieder für euch und uns und Hoffnungslieder für andere. Bringt den Durstigen Wasser. Fremden Heim.
verstehe, ob ich ruhe oder gehe. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Was ich denke, was ich sage, was ich fühle, was ich frage. Was ich denke, was ich sage, was ich fühle, was ich frage. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Bin ich selig, bin ich heiter, bin ich unten, weiß nicht weiter. Bin ich selig, bin ich heiter, bin ich unten, weiß nicht weiter. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Leuchten wie den Tag. Oh, halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand über mir. Halte deine Hand, halte deine Hand, halte deine Hand. Vielen Dank, seid gut behütet, einen guten Weg nach unten und dann nach Hause, einen gesegneten Sonntag noch. Der Hoffnung Gesicht. Spricht keine neue Zeit, die
heute vergisst, eine Welt, die leben lässt. Keine neue Welt, die den Himmel verspricht, keine neue Zeit, die das heute vergisst, eine heute vergisst, eine Welt, die leben Thank you.